Kommentatorin. Und warum? Es macht viel mehr Spaß, die Leistung der Paare den anderen näher zu bringen. Tango. Ich war schneller. Was denn? Fandst du den früher nicht gut? Also ja. ich habe mich dabei gut gefühlt. Aber du bist älter geworden. Ja, ich bin älter geworden. Es ging ja jetzt nicht darum, wie lange wir den performen. Es ging ja nur darum, ob wir den... Also es reichen ja auch 3 Takte. Mhm. Die schaffe ich noch. Es wird eine schnelle Nummer. Ja. Die coolste Location ist tatsächlich in England die Royal Albert Hall. Ja, Royal Albert Hall. Die ist richtig cool und die kennen vielleicht die einen oder anderen auch von Konzerten, weil da ist ganz, ganz viel los. Und an Platz 2 in Blackpool, auch in England, der Winter Garden, auch eine tolle Location für alle Darts-Fans. Da findet auch ein Darts-Turnier statt, in dem Winter Garden in Blackpool. Und in Deutschland... Ich überlege gerade, ich glaube, auf der Messe die Glashalle. War jetzt auch mein Gedanke. Tatsächlich in Leipzig die Glashalle, genau. Spontan Jugendparty? Ja, aber beim Abschlussball, bei der Aftershow-Runde, ist sie genauso cool. Aber es ist auch anders. Man kann es gar nicht so vergleichen, weil wenn die Eltern so geflasht sind und bei einem Abschlussball ihre Kids dann sehen, also das ist schon ziemlich cool. Also, ich würde sagen, unentschieden. Ja. Das ist eine gemeine Frage. Unser Liebster, wir haben sie alle lieb. Ja. Sie sind alle toll. Also wir haben sie alle lieb. Sind alle wirklich toll. Jeder hat, glaube ich, seine Stärken und vielleicht auch Schwächen, das ist klar. Was natürlich schon ziemlich krass ist, Vadim und Katrin, was die beiden da abliefern, weil Vadim, man muss dazu sagen, vielleicht weiß es der ein oder andere, die beiden machen ja auch die Choreografien für die Let's Dance Tour und das ist schon eine Ansage, da sind ganz coole Ideen dabei, aber am Ende des Tages sind sie wirklich alle toll. Ja. Und wenn ihr euch überzeugen wollt, wie toll die Let's Dance Profis alle sind, dann findet ihr hier alle Infos zu unserem Konsum Dance Festival. Das ist vom 9. bis 11.06. Und wenn ihr euch in den Tanzkursen noch fit machen wollt oder noch mehr Infos braucht, was die Tanzschule angeht, dann findet ihr alle Fragen hier. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, dann findet ihr den Hilfe-Button hier.